Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Nachdem mein Frühstücksvideo so gut bei euch ankam, habe ich gedacht, ich mache noch eins. Und zwar heute gibt es ein super leckeres kleines Frühstück und zwar mache ich das mit Spiegelei und Toastbrot für meine Tochter. Und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran. Ich habe hier eine Scheibe Toastbrot, eine Scheibe Salami, eine Scheibe Käse. Ihr könnt den Käse nehmen, den ihr am liebsten mögt. Ein bisschen Butter, ein Ei und ein bisschen aufgeschnittene Gurke und ein paar Cherrytomaten. Das war's auch schon und können wir auch gleich loslegen. So, die Pfanne wird schon heiß und das Toastbrot, das toaste ich jetzt mal. Hier kommt jetzt die Butter rein. Und mein Spiegelei, also mein Ei. Toastbrot ist fertig. Da kommt jetzt die Scheibe Käse drauf und die Scheibe Salami und das leckere Spiegelei. Das ist so eine Art strammer Max geworden. So, ein paar Scheiben Gurke. Cherrytomaten. Fertig ist das leckere Frühstück. Probiert es unbedingt mal aus. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.